Jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Kulturfonds des Kantons Glarus. Mein Name ist Walter Gähler. Ich leite mit meinem Sohn Samuel das Suwarow-Museum in Lintal im Kanton Glarus. Der General Suwarow ist ein russischer General, der mit über 20'000 Mann im Jahr 1799 über die Schweizer Alpen marschiert ist. Was Sie hier im Museum sehen, sind alles Objekte, die ich in den letzten 40 Jahren weltweit zusammengetragen habe. Mit diesem Gerät habe ich praktisch alle die Kugeln gefunden, die man hier in der Ausstellung sieht. Es hat vom Suwarow nur wenig Bilder gegeben, aber die verschiedenen Künstler haben unterschiedliche Interpretationen gemalt. Das ist ein Schädel von einem Kosakenross, den ein Bauer gefunden hat. Hier sehen wir verschiedene Variationen von der Schlacht gegen die Franzosen an der Teufelsbrücke am 25. September 1799. Das ist eine Kriegskasse, wie man zur Zeit des Suwarows Alpenzug hatte. Und die war sehr schwer und man musste sie überall mitschleppen. Dank Swisslos und anderen können wir das Museum betreiben. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.